Der beste Platz im A350 ist die Reihe 0A. Das ist der Kapitänssitz. Mayday, Mayday, Mayday. Rotate. Wie zu fliegen begonnen hat, war ja vieles anders im Verhältnis Passagiere. Cockpit, wir hatten die Cockpit-Türe meistens offen. Es war durchaus gang und gäbe, dass das Flugzeug vor allem auf Charterflügen voll mit Kindern, Erwachsenen, begeisterten Augen war. Das hat auch sehr viel Nachwuchs gebracht. Leute, die gesagt haben, wie ich das gesehen habe, wusste ich, ich will Pilot werden. Das haben wir heute leider nicht mehr. Dafür gibt es diese schönen Filme. Ich habe mich nach Abschluss der Schule bei Austrian Airlines beworben als Pilot. Die Chancen, Pilot zu werden, bei den Auswahlverfahren sehr gering eingeschätzt, aber habe dann eine Karriere gemacht eines Linienpiloten. Bin nach 9 Jahren Flugkapitän geworden auf der MD-80 und habe insgesamt im Liniendienst fast 17.000 Flugstunden absolviert. Musik. 2006 hat die AOA Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen, hat einen Pilotenüberhang gehabt. Und da habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe mich am Markt einmal umgeschaut und fand in einem Fachjournal eine Annonce von Airbus. Bin ins Flugzeug gestiegen, bin nach Peking geflogen und hatte dort ein fast 3-stündiges Gespräch mit dem dortigen Leiter. Und am Ende dessen sagt er, schön und gut, Sie wollen nach China, aber Sie können eigentlich nach Toulouse. Habe ich gesagt, ja, wann es in Toulouse was gibt, gerne. Und 2 Wochen später habe ich dann ein Angebot gehabt, nach Toulouse zu gehen, in den Trainingsbereich. Und das war ein ganz neues Feld für mich. Alles das, was ich als Linienpilot vorher konsumiert habe und was ich ausgeübt habe, habe ich dort plötzlich gesehen, wie es entsteht. Wenn mir jemand sagt, dass der 350er ein 380er minus 2 Triebwerke ist, sage ich, hurra, der 380er ist das tollste Flugzeug, das gebaut wurde bis seiner Einführung. Der 350 ist einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben alles, was am 380er schon perfekt war, weiter perfektioniert. Und wir haben 10 Jahre mehr Entwicklung drinnen, sodass ich sage, ist ein Kompliment für mich. Wenn ein Pilot ein Flugzeug anschaut und sagt, das ist ein schönes Flugzeug, dann weiß er auch, dass es gut fliegen wird. Das ist ein eigenartiges Paradoxon, aber ein Flugzeug, das schön ausschaut optisch, fliegt auch schön. In meinem Team waren etwa Hälfte Ingenieure, Hälfte Piloten. Und es war sicher so, dass am Anfang viele Aha-Erlebnisse da waren, sowohl von uns Piloten, die gesagt haben, aha, so ist das, so habt ihr euch das überlegt. Dieses Verfahren, das wir eigentlich vielleicht in Zweifel gezogen haben, aber macht absolut Sinn zu machen. Und umgekehrt, die Piloten sagen, ja, wir sehen jetzt, warum für euch gewisse Dinge wichtig sind, gewisse Aussagen, gewisse Verfahren. Ja. Wie so vieles im Leben geht es um Zuhören und Verstehen. Und wir Piloten sollten die Ingenieure verstehen in ihrer Welt. Und wenn uns die Ingenieure zuhören, dann verstehen sie uns auch. Ein Beispiel am 350er. Wir haben beim 350er durchgesetzt, dass wir im Cockpit einen Behälter fürs Mineralwasser bekommen, für Mineralwasserflasche. Ja. Daran denkt kein Ingenieur, weil der, wenn er mit seinem Zeichner des Cockpits fertig ist, wo alle Instrumente drinnen sind, alle Bedienungseinheiten, dann geht er in die Kantine auf einen Kaffee oder drückt sich aus dem Automaten ein Wasser. Wo haben wir die Mineralwasserflaschen hingetan? Auf unseren konventionellen Fliegern, irgendwo verstaut und keinen Platz gefunden. Bei der 50er gibt es einen. Für mich war bewegend, wie wir den Erstflug vom 350er gemacht haben, dass wirklich die Büros und die Mitarbeiter alle hinaus sind. Und da war eine echte Emotion spürbar. Das ist mein Flugzeug, das hier abhebt.
ist ein großer Unterschied zwischen Airline und Hersteller. Aber durch diese Produktnähe, die ich nie erwartet hätte, hat man überall das Gefühl, am Produkt zu sein. Quasi in jedes Büro, wo man hineingeht, riecht man Kerosin. Die Aufgabe war exakt über den Nordpol zu fliegen, über den geografischen, um das Systemverhalten zu testen. Wir haben ja erwartet, dass die Navigationssysteme dann vielleicht gestört werden, weil man nicht mehr nach Norden und Süden fliegt. Und als wir dann über dem Nordpol ankamen, haben wir mal den Autopiloten ausgeschaltet und gesagt, okay, jetzt könnte es sein, dass die Kreiselkompasse nicht mehr funktionieren, dass unsere Karte, das Map-Display nicht mehr funktioniert. Wir sollten aber das Flugzeug wegdrehen, weil wenn wir geradeaus fliegen, sind wir in Russland und das ist nicht so gesund. Dann sagt er, wohin drehen wir, wenn alle Kreiselkompasse fliegen? Ich bin links gesessen und habe gesagt, naja, die Sonne steht über Grönland, also drehen wir doch nach Grönland. Und so haben wir es dann auch gemacht. Das war für mich irgendwie ein sehr schönes Erlebnis, dass man das modernste Flugzeug der Welt mit allen Support navigiert auf eine Art und Weise, wie der Icarus geflogen ist. Das Flugtraining, das wir mit dem 350er in Dresden gemacht haben, am 23. Dezember 2016, war für mich auch ein sehr emotionales Erlebnis, weil es sind am Tag genau 40 Jahre gewesen, dass ich als junger Co-Pilot das erste Mal eine DC-9 steuern durfte im Platzrundentraining in Wien. Mein Fluglehrer damals war der Herbert Thiel. Und der Herbert Thiel ist auch im Dezember 2016 verstorben und wurde am selben Tag, fast zur selben Stunde, am 23. Dezember zur Grabe getragen in Wien. Also es ist für mich etwas Besonderes gewesen, dabei zu sein. Die Aerodynamik, die ein 350 in der Luft hält, ist die gleiche Aerodynamik, die den Lilienthal in der Luft gehalten hat. Was ich heute habe, ist mehr Support und eine Umgebung, die einfach ergonomischer gestaltet ist. Mehr Systeme, die mich unterstützen und mehr Systeme, die mir auch anzeigen, wenn es einmal in Grenzbereiche geht. Speed, speed. Jetzt hast du einen Autopilot noch an. Ja. Speed, Alpha speed. Floor, kannst du jetzt killen. Die Idee, dass man beispielsweise einen Airbus nur mit Knöpfeldrucken in die Luft bekommt, ist ein absoluter Schwachsinn. Es könnte vermittelt werden in dem Sinn, dass die Ausbildung falsch gelagert ist. Aber wenn man den Leuten vermittelt, dass das letztlich ein Flugzeug ist, wie jedes andere, mit zusätzlichen Unterstützung, dann beginnen sie auch das, was sie am Anfang ihres Fliegerlebens gelernt haben, in ihrer Cessna 150, in ihrem Grundtypen umzusetzen und akzeptieren die moderne Technologie viel leichter. Ich fliege wahnsinnig gern mit diesem Flugzeug, weil es einfach leise ist. Auch wenn man hinter den Tragflächen sieht, wo es ja in den meisten Fliegern schon ein bisschen donnert. Der 350er ist da sehr komfortabel. Und was man nicht so sieht oder direkt spürt, ist, der Kabinendruck ist höher. Das heißt, wir haben einen höheren Kabinendruck, wir blasen den Rumpf mehr aus. Und deswegen sind wir in einer Atmosphäre, die dem Boden näher ist und die auch mehr Luftfeuchtigkeit hat. Und mehr Druck und mehr Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum bringen mehr Komfort, speziell beim Langstreckenfliegen. Also das ist eine ganz spezielle Eigenschaft dieses Flugzeugs. Als Passagier hat man aber jede Menge angenehme Experience, auch mit einem 350er zu fliegen, auch ohne ins Cockpit zu schauen. Abgesehen davon, dass man ja die Kameras einschalten kann und dann sehr schön von außen den Flieger mitverfolgen kann. Eine Kamera ist am Seitenleitwerk und eine andere Kamera ist unter dem Rumpf angebracht, wo man die Fahrwerke sehen kann und das Fahrwerk einfahrt. Für uns, die wir das supportet haben, war die Überlegung, wie bringen wir diesen Airline-Piloten jetzt ohne einen dreiwöchigen Kurs zu machen, den 350er bei und haben ein
Kurzprogramm, einen Quick User Guide für das Flugzeug gemacht und ihn in 2 Tagen den Flieger erklärt. Das sind alles Airbus-Piloten, das heißt, sie kannten die Philosophie, sie kannten den Hintergrund. Und das war die Geburtsstunde unseres 350 Type Rating, dass wir gesagt haben, bringen wir die Piloten vom Tag Nummer 1 in ihr Büro, in ihren Arbeitsplatz und nicht irgendein Klassenzimmer, nicht irgendein synthetischer Trainer, sondern das Cockpit ist eine 3D-Animation, die wir jetzt auf einem Laptop haben, wo sich der Pilot hinsetzt auf dem Platz, wo er später sitzen wird und aus dieser 3D-Position das Flugzeug bedienen lernt. Und ansonsten lässt man sich in erster Linie mal das Verfahren vorführen. Das heißt, es beginnt der Computer mir zu zeigen, was er tun soll. Und wir sehen auch, dass die Durchfallsraten, die Wiederholungsraten von Übungen dramatisch runtergegangen sind, verglichen mit anderen Airbus-Typen. Und ich denke, wir sind richtig gelegen, um einen neuen Schritt zu machen in die Zukunft des Trainings. Wir haben auch einige Testpilotinnen bei uns bei Airbus, die ihre Karriere entweder über den zivilen Bereich oder über die Militärschiene gemacht haben. Das heißt, wenn jemand grundsätzlich, ob Testpilot oder nicht, heute sagt, er will Pilot werden, würde ich sagen, mach's jederzeit. Ich würde Ihnen ein paar Tipps geben oder darauf hinweisen, dass man das Familienleben vielleicht nicht so stabil hat mit Samstag, Sonntag frei, dass man sehr flexibel sein muss, dass man bereit sein muss, jeden Tag an einem anderen Ziel zu landen und dass einem das nicht stören darf, ein Leben lang, dann ist Pilot ein faszinierender Beruf auch für die Zukunft. Piloten sind und bleiben mit den Konzepten, die wir heute haben, also auch beim Fly-by-Wire bei Airbus, ein wirklich integrierter Bestandteil, eine Notwendigkeit, auch um die Sicherheit des Flugzeuges darzustellen, weil der Pilot muss in gewissen Situationen eingreifen können. Wenn der Pilot eingreifen können muss, muss er auch fliegen können. Und um fliegen zu können, müssen wir ihn trainieren. Und zwar nicht nur mit einfachen Manövern, die eben Start und Landung, sondern auch mit sogenannten Unusual Attitudes. Das heißt, wenn das Flugzeug einmal eine Schräglage hat, die man normalerweise nicht hat mit Passagieren und dass er die Nase in einer Höhe hat, die man als Passagier nicht sehen will, weil da der Kaffee sonst ausrinnen würde. Ready? Ready. Your controls. Full roll. AP off. Start loading. Watch the low speed limit. Yeah. 2G, 2.1, 2.2. Stop here. So, this is good. Perfect. And then slowly unload. Yes. Perfect. Yeah. Okay. Okay, shall we stop it? For me it's okay, yeah. No, yeah. For me it's okay. Es wird irgendwann einmal das automatisierte Fliegen geben. Ich glaube nicht, dass ich es erleben werde. Für die nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir weiterarbeiten vom Hersteller, mehr Support den Piloten zu geben, mehr unnötige Last im Cockpit von ihm abzuwälzen, weniger Papier mitzuschleppen, mehr Informationen in elektronischer Form. Aber es werden 2 Piloten im Cockpit sein und es werden 2 Piloten mit einer Pilotenausbildung erforderlich sein, um das Flugzeug in der Luft zu halten. Piloten bezeichnen ihre Flugzeuge ja nicht mit dem männlichen Artikel, sondern weiblich. Es ist nicht der A350, sondern es ist eigentlich die A350. Das zeigt schon eine gewisse Nähe, eine gewisse Sinnlichkeit, die ein Pilot auch für dieses technische Gerät empfindet. Also in dem Sinn denke ich mir, für mich ist ein Flugzeug eine schöne Frau. Eine Frau, wie die Frauen sind. Sie haben die Attribute, einfühlsam zu sein, einem entgegenzukommen, einem zu helfen. Aber auf der anderen Seite erlebt man dann auch, teilweise nach vielen Jahren,
Dinge, die man sich nicht erwartet hat. Und das ist beim Flugzeug genauso. Ich sage meinen Schülern immer, wenn der spinnt, das ist im Leben auch so. Manchmal ist man mit einem Partner lange zusammen und dann kommt man drauf, naja, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Meine menschliche Frau ist mir doch näher als das schönste Flugzeug auf der Welt. Don't try to apprehend it.